holen wir uns die Waffe ab. Ach, die Story-Sachen könnte ich doch trotzdem machen, oder? Ah. So, gehen wir mal ab. Meister Geralt hat alles für die Verstärkung vorbereitet. Hast du auch die Erinnerungsklumpen der Wut gesammelt? Ja. Ja. Hast gesagt, da gib mir doch mal deine Waffe. Hier bitte. Dann hätten wir alles beisammen. Jetzt muss nur noch der Meister Hand anlegen. Das könnte ich eigentlich auch mit jeder Waffe, also mit jedem Charakter machen. Also mit jeder Klasse. Katze ist ja hier noch da. Warte so. Genau zur richtigen Zeit. Ich habe gerade als eine kleine Stärkung zu mir genommen. Er hat getrunken. Ich riech's bis hier. Aber Herren kann er auch so. Los geht's! Wie geil die aussehen. Guckt euch das mal an. Alter. Das nenne ich legendäre Waffen. In Schufla in Memoriam. Ich glaube, die werden nicht stärker. Eine neue Waffe des Widerstands. Aufgefüllt mit der Tapferkeit vergangener Tage. In Schufla in Memoriam. Alter, wie cool die aussehen. Die Arbeit hat mich geschwächt. Ich werde mir jetzt eine weitere Stärkung genehmigen. Ein versoffener Meisterschmied, der das Geld nicht zusammenhalten kann. Du musst Meister Geralt sein. Was? Warum weißt du über meine Finanzen Bescheid? Oh nein, wer ist? Wer bist du? Eine Widerstandskämpferin bist du jedenfalls nicht. Ich heiße Regana und arbeite für Rowenas Haus der Wunder. Sie hat mich gebeten, den Widerstand mit einem kleinen Trick zur Seite zu stehen. Ach, hast du schon vergessen, es geht um die Bezahlung des Reminiszenzentuchs. Du hattest doch dich doch mit Rowenas Vorschlag einverstanden erklärt. Das Haus der Wunder ist natürlich in höchstem Maße an den Waffen des Widerstands interessiert. Die Abenteurer aller Stadtstaaten werden sie uns aus den Händen reißen wollen. Und du, Geralt, wirst sie herstellen. 1000 mal 1000 originalgetreue Repliken oder mehr, wenn nötig. Aber die Waffen sind der Nationalstolz von Bosnia. Die kann man nicht einfach so unter die Leute bringen, als wäre es Spielzeug. Man kann auch nicht einfach so wertvolle Reminiszenzentücher bestellen und nicht bezahlen. Tut es und Rowena wird euch die Bezahlung der Rechnung großzügigerweise stunden. Was? Und vergesst nicht, es sind ja nur Repliken. Die Inschrift muss keine Wirkung entfalten.
Die Waffen sollen nur echt aussehen. Weißt du eigentlich, wie viel Arbeit so ein Großauftrag bedeutet? Ich lehne dankend ab und die Rechnung, die kannst du diesmal an den Widerstand schicken. Aber nicht doch! Wir übernehmen den Auftrag natürlich. Wir müssen, wenn wir mit der Verstärkung der Waffen fortfahren wollen. Hör auf deinen Assistenten. Es steht dir auch gar nicht zu, einfach so abzulehnen. Du stehst in Rowenas Schuld. Nein. Ich darf doch davon ausgehen, dass die Waffen nur in würdige Hände fallen. Sie werden doch nur zum Wohle des Widerstands eingesetzt werden, oder? Aber selbstverständlich. Das Haus der Wunder weiß um das kulturelle Erbe Borsias und wird die Waffen des Widerstands mit dem gebührenden Respekt behandeln. Das heißt, bis der nächste Schlussverkauf kommt, dann muss, jeder Artikel raus. Aber dafür habt ihr bestimmt Verständnis. Irgendwie war das nicht die Antwort, die ich hören wollte. Gut, dass wir mit den Verstärkungen fertig sind. Was? Ich hätte sonst nichts als abgrundtiefe Verzweiflung in die Inschrift reingehämmert. Ab sofort können Repliken der Waffen des Widerstands bei Regana erworben werden. Repliken? Heißt das, die sehen so aus und... wahrscheinlich kann man dann... Aber nur die, die man hergestellt hat. Replikation. Die sind nur fürs Äußere gedacht. Aber die kann man nur kaufen, wenn man... aber warum? Und was kann ich bei dir machen? Was willst du jetzt? Nachgeschusterte Schwerter. Gerold hat eine Idee, wie die Waffen des Widerstands weiter verstärkt werden können. Noch mehr. Ich habe gesehen, wie sie Misia eingelocht haben. Sehr schön, als Königin der Schande soll sie bekannt werden. Das heilige Schwert ist zurück. Das hätte sich niemand auch nur träumen lassen. Aber wir sind mit unserer Arbeit noch nicht am Ende, noch lange nicht. Batschslayen hat uns gestattet, die heilige Klinge unter die Lupe zu nehmen. Ich gebe neidlos zu, die Handwerkskunst ist beachtlich. Da war ein wahrer Meister am Werk, wahrscheinlich einer meiner entfernten Verwandten. Die Klinge fasst eine bisher ungeahnte Menge an Erinnerungen. Ich denke, wir sollten versuchen, das gute Stück nachzuschustern. Wir werden nicht die gleiche Qualität erreichen. Aber wir sollten in der Lage sein, die Waffe des Widerstands entsprechend zu verstärken. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Die Waffen wären nicht nur stärker, man könnte sie auch besser an ihren Träger anpassen.
Entschuldigung, habe ich das richtig gehört? Hast du eben gesagt, dass die Waffen des Widerstands besser an den Kampfstil von Murasaki angepasst werden können? Theoretisch schon. Zuerst würde ich mir Platz für Erinnerungen schaffen. Und dann mal gucken, was sich noch reinhämmern lässt. Reinhämmern? Könntest du das bitte etwas genauer ausführen? Vielleicht kann ich dir mit meinem Forschungsergebnis behilflich sein. Helfen willst du, ja? So, so, da und da steckt auch bestimmt nicht wieder irgendeine Gemeinheit von Rowena dahinter. Na, etwas Hilfe kann bestimmt nicht schaden. Aber was schwätze ich über was, das noch nicht ist? Wollen wir uns mal auf die Aufgabe konzentrieren, die vor uns liegt? Die Waffe muss natürlich neu geschmiedet werden. Ich habe da auch schon so eine Idee. Und während ich die Schmiede anheize, beziehungsweise während ich die Schmiede von dem Kerl da neben mir anheizen lasse, kannst du dich schon mal auf die Suche nach Erinnerungen machen. Wie und wo findet man... wie und wo man die findet, ist nicht meine Sache, aber das weißt du bestimmt, der da. Wie hieß er noch? Ach, auch egal. Hast du dir meinen Namen noch immer nicht gemerkt? Ich heiße, ach, es ist zwecklos. Murasaki, lass uns später über die Erinnerung sprechen. Also, neue Erinnerungen müssen her. Du weißt ja bereits, dass du sie auf dem Schlachtfeldern findest. Welche das sind, können wir besprechen, sobald du dich gründlich vorbereitet hast. Bei Slatan kann nun ein neuer Auftrag aus der Reihe Waffen des Widerstands angenommen werden. Ja, nehmen wir doch mal gleich an. Gut gehämmert. Mit diesem Auftrag kannst du nur die Waffe des Widerstands für deinen aktuell ausgewählten Job Tänzer verstärkt werden. Oh, ich hoffe, die sieht noch besser aus. Sie soll ihren Glanz nicht verlieren. Und einfach nur stärker werden. Der Job kann nach Annahme des Auftrags nicht gewechselt werden. Willst du wirklich eine versteckte Waffe des Widerstands für den Job Tänzer herstellen? Ja, klar. Bist du bereit? Neue Erinnerungen auf den Schlachtfeldern zu sammeln? Gut. Für unsere Zwecke benötigen wir Erinnerungen an verschiedene Schlachtsituationen, an große Gefahren. Ja, eine ausgewachsene Schlacht wäre da das Richtige. Die Kämpfe hier an der Südfront sollten die Bedingungen erfüllen. Aber dir fallen bestimmt... aber dir fallen bestimmt noch andere Schlachtfelder ein. Finde 15 solche Erinnerungen, damit wir auch sicher genug für deine Waffe haben. Wir haben wieder Aufgabe. Alter, 15 was? Erinnerungsklumpen des Kummers können in kritischen Gefechten an der Bosnia Südfront erbeutet werden. Können. Müssen nicht. Außerdem können sie in Allianz Raids im Kristallturm. Oh.
Ist die einfache Variante, aber Kristallturm. Tja, wenn Dark Level 50 wäre, könnte man in den Turm. Erinnerungsklumpen des Kummers. Kritische Gefechte, ne? Kriegt man die da hundertprozentig? Sturm auf Castrum Lacus Litore kann man sogar 5 bekommen. Okay, das wird jetzt hier nochmal eine ganz ordentliche Waffenverbesserungs-Alter, wie krass wird denn die Waffe dann hinterher? Also, bevor das neue Addon kommt, will ich das auf jeden Fall machen. Ne? Warum habe ich das? Upsa.
Alter, Alter, was? Boah, die sehen ja mal fancy aus. Das ist das erste Mal, dass ich so überhaupt so geilen Waffen habe, ne? Alter, sind die geil. Ja, dann haben wir auf jeden Fall in nächster Zeit zu tun, ne? Die 15 Klumpen, die hole ich mir. Ich muss sowieso den Raid nochmal machen. Wechsle ich aber nochmal das Spiel. Den Rest machen wir hier. Machen wir hier wirklich dann halt Wochenende oder so. So. Das kann dann natürlich noch dauern. Aber 15 Klumpen.